Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und heute endlich kommt hier Dr. Christa Mulak zu Wort. Ja, Christa Mulak wurde am 30. Oktober 1943 geboren. 30. Oktober, das ist ein Skorpion in der ersten Dekade, genau wie ich. Tada! Eine astrologische Verwandtschaft, auf die ich durchaus stolz bin, weil Christa Mulak war eine der Frauen, die wirklich extrem viele Menschen inspiriert hat, erweckt hat, möchte ich fast sagen. Also sie war promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Theologin, feministische Theologin. Und sie war die Autorin von zahlreichen Buchveröffentlichungen. Ja, ihr letztes Buch, was erschienen ist, das hat sie kurz vor ihrem Tod diktiert, Mein Leben, eine Autobiografie, Mein bewegtes Leben. Ja, ein bewegtes Leben hatte sie ganz sicher. Ich habe sie leider nicht kennengelernt. 2021 ist sie verstorben. Die weise Eule aus dem Eulenhain, ihr wisst, mein Schwesterkanal hier auf YouTube, die hat sie kennengelernt, hat mit ihr auch ein Interview geführt zum Thema Gender. Das ist ein kurzes Stück, was sich lohnt, mal anzugucken. Und auf dem Kanal Eulenhain finden sich zahlreiche Vorträge von Christa Mulak, die ich persönlich allesamt gehört habe, mit großem Erkenntnisgewinn und viel Freude. So, also ich höre ihr wirklich sehr, sehr gerne zu. Es gibt da eine Diskussion zum Thema Gender, die wirklich, wo es heiß hergeht, wo ich viel gelernt habe draus. Und es gibt einen, ich glaube, sechsteiligen Vortrag, den sie in einem Kloster gehalten hat. Also das Kanal Eulenhain hier auf YouTube. Ich verlinke es euch im Text unter dem Video. Auf der Seite www.christa-mulak.de, auch das verlinke ich euch natürlich, findet sich eine Ankündigung oder ein kurzer Text zu der Autobiografie, den ich euch jetzt hier vorlesen möchte. Dr. Christa Mulak, geboren 1943, war Lehrerin und feministische Theologin. Sie verfasste zahlreiche religionswissenschaftliche sowie patriarchatskritische Werke und thematisierte immer wieder die Höherwertigkeit des Weiblichen. Als leidenschaftliche und engagierte Vordenkerin für Frauen und ihre Belange befasste sie sich mit dem Dilemma der Mutterschaft im Patriarchat und mit einem matriarchalen Bewusstsein. Sie vertrat den Differenzansatz mit einer neuen Betrachtungsweise zur Wertigkeit der Geschlechter. Die vorliegende Biografie spannt den Bogen von Christa Mulaks Geburt während des Zweiten Weltkrieges in Hamburg bis hin zu ihrem letzten Buch, das sie noch am Krankenbett vollendete. Auf mehrere Auslandsaufenthalte in jungen Jahren folgten ein Lehramtsstudium sowie ihre Dissertation, die sie zur feministischen Theologie führen sollte. In der Theologie bemühte sie sich darum, das Christentum von patriarchalen Verkrustungen zu befreien und feministisch zu reformieren. Dabei rüttelte sie an der Kreuzestheologie, rechnete mit Paulus ab und setzte die Ethik Jesu dagegen. Sie war nicht nur Religionswissenschaftlerin, sondern auch Philosophin und Gesellschaftskritikerin, immer aber eine andersdenkende Feministin und Theologin. Christa Mulak hat unzählige Vorträge auf Fortbildungen und Kongressen gehalten, Workshops veranstaltet, Bildungsreisen begleitet und insgesamt 17 Bücher geschrieben, die teilweise in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin gründete sie die Frauenkirche und unternahm viele Reisen als Dozentin zu feministisch-theologischen Lesungen und Seminaren. Kurz vor ihrem Tod hat sie ihre Biografie ihrer Lebenspartnerin Dr. Cornelia Giese Mulak auf Band gesprochen. Wir lernen Christa Mulak jetzt hier kennen in einem Vortrag, den sie 2010 auf dem Goddess Congress auf dem Hambacher Schloss gehalten hat. Dieses Archivmaterial ist mir von Uschi Madaiski zur Verfügung gestellt worden. Herzlichen Dank dafür. Der Vortrag ist gegliedert in drei Teile und ich schreibe euch unten in den Text, wann welcher Teil beginnt, wenn ihr da irgendwas direkt ansteuern wollt. Ich muss sagen, es ist alles ganz fantastisch interessant. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Vortrag von Christa Mulak. Als ich vor 27 Jahren begann, Vorträge zum Thema feministische Theologie zu halten, war es kaum möglich, das Wort Göttin überhaupt in den Mund zu nehmen. Heide hat das ja auf dem Papier getan. Ich weiß nicht, sie wird auch wahrscheinlich
ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber ich komme aus dem theologischen Raum und da war es nochmal eine Kategorie schärfer. Womit ich es also tat, riskierte ich Unverständnis und Empörung. Damals hätte ich mir aber nicht träumen lassen, noch höher, damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir uns knapp 3 Jahrzehnte später hier zu einem Göttinnenkongress treffen würden und das zu Hunderten von Frauen, war wirklich unabsehbar. Es ist in der Tat eine wirklich rasante Entwicklung, zu der ich uns allen nur gratulieren kann. Die meisten Frauen sahen damals in der Göttin noch eine Zumutung. Sie galt als Rückschritt in ein heidnisches Weltbild des Aberglaubens, das wir doch gerade erst hinter uns gelassen hatten. Was linearem Denken Rückschritt ist, bedeutet für uns Umkehr. Wir wollen wenden, wie es die neue Matriarchalwahl empfiehlt. Raus aus der Sackgasse des Patriarchats, zurück in das Weltbild der Spirale, aus dem wir schließlich gekommen sind und der wir unsere Spiritualität verdanken. Hier sind Voran- und Zurückschreiten keine Gegensätze. Sie ergeben sich vielmehr ganz von selbst aus ihrer kreisförmigen Bewegung, die immer an den Ursprung zurückführt. Nur auf einer höheren Ebene. Und genau das bedeutet Spiritualität. Das Umkreisen einer Mitte, das uns unmerklich in die Weite, in die Höhe oder in die Tiefe führt. Und es ist auch genau das Prinzip der Evolution. Das heißt also, mit unserer Spiritualität sind wir in der außerpatriarchalen Wirklichkeit angekommen, in der Welt der Göttin. Mit ihrem Bild greifen wir das Zentrum patriarchaler Macht an, in dem sich das Männliche selbst verherrlicht und das Weibliche aus dem Bereich des Göttlichen ausgrenzt. Vor 27 Jahren habe ich nicht verstanden, weshalb uns politisch orientierte Frauen aus dem gemeinsamen Boot rauswarfen und unserem Ansatz die politische Bedeutung absprachen. Für sie galt als unpolitisch, was ich als höchst revolutionär empfand. Das Politikverständnis wurde damals von links diktiert und duldete keinen nicht-materialistischen Ansatz, egal ob er im Gewand von Gott oder Göttin einherkam. Diese Konfrontation ist mir bis heute unverständlich geblieben, war ich doch der Meinung, dass Politfrauen sich am spirituellen Feuer der Spritfrauen wärmen könnten, um von dort gestärkt an die auch von ihnen als kalt empfundene politische Arbeit zurückzukehren. Mein diesbezügliches Angebot wurde insgesamt 2-mal angenommen. Und zwar von Frauen, die ihren Zustand als ausgebrannt beschrieben und kurz darauf der politischen Arbeit den Rücken gekehrt haben. Nein, sie gingen damals nicht zusammen, Spiritualität und Politik. Doch dann machte ich eine Erfahrung, die mich wieder hoffen ließ und von der ich jetzt erzählen möchte. Ich komme damit zu meinem ersten Teil, wie Politik und Spiritualität zusammenspielen. Dann folgt ein zweiter Teil, frauengerechte Politik oder die Abschaffung des Weiblichen. Und ein dritter Teil, die Unvergleichbarkeit von Gott und Göttin. Kurz nach der Wende erhielt ich eine Einladung zu einer Vortragsreihe in die sogenannten neuen Bundesländer. Der themenbestimmende Schwerpunkt lag auf meiner ersten Station, den Dresdner Sezessionstagungen. Eine Kunstausstellung zum Thema Raum und Raumgestaltung. Seit Jahren hatte ich mich mit dem Raumthema befasst und freute mich, darüber nun einen Vortrag zu halten. Ich hoffte, den Dresdner Künstlerinnen weitere Anregungen geben und mit ihnen ins Gespräch kommen zu können. Also wenn ich Künstlerinnen sage, sind natürlich die Künstler aus mitgemeint, ist klar. Ja, ich meine, das ist nicht eine Retourkutsche, das ist das große I, aber ich kann das ja nicht anders lesen. Der Titel meines Vortrags lautete Weibliche Dimensionen des Raumes. Doch dort erlebte ich mein größtes Fiasko. Zum besseren Verständnis für das, was geschah, möchte ich jetzt das Thema kurz zusammenfassen, weil das hat auch was mit uns zu tun.
Ich ging davon aus, dass der maskuline Artikel des Raumes dem weiblichen Raum in keiner Weise gerecht wird. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte wurde er nämlich als etwas durch und durch Weibliches begriffen. Oder besser, erlebt. Immerhin beginnt das Leben der meisten Lebewesen seit Jahrmillionen in einem weiblichen Innenraum. Die Gebärmutter ist unsere erste Heimat und in ihr machen Menschen 9 Monate lang die ersten Raumerfahrungen in einem durch und durch weiblichen Milieu, das sie als bergend, schützend und nährend empfinden, aber auch als freigebend an das äußere Leben. Wir kennen ja immer nur die klammernde Mutter, eben, die nicht freigibt, aber sie gibt das Kind bei der Geburt frei. Und hier haben wir auch gleich das Bild, die Hände bilden einen Raum, um eben die Göttin zu schützen und zu bergen. Diese primäre Raumerfahrung verbindet alle Menschen miteinander. Sie setzt sich fort im weiteren Lebensfeld des mütterlichen Nahraums, durchdrungen von mütterlicher Lebensweisheit. Hier lernen Kinder in einem sich ständig erweiternden Raum, was Leben bedeutet, und gelangen dabei zunehmend in den Großraum der mütterlichen Erde. Die Erfahrungen mit ihr sind recht ähnlich, ein Getragensein und genährt werden. Diese spiralförmigen Erfahrungen im Umkreis des Mütterlichen, das aus der weiblichen Enge in die weibliche Weite führt, haben frühe Menschen gelehrt, der Raum ist rund und weiblich. Dieses Wissen prägte das Weltbild vorpatriarchaler Kulturen. Ihm entsprechend haben Spieltests mit kleinen Kindern gezeigt, wie anders Mädchen und Jungen mit den gleichen Bausteinen umgehen. Mädchen bauen zuerst einen Kreis, eine Art Umfriedung, in diesem Innenraum gestalten sie dann das Leben. Das heißt, es kommen Vater, Mutter, Kinder, Tiere dazu und es werden dann Lebenssituationen dargestellt. Ganz anders die Jungen. Sie nehmen dieselben Bausteine, bauen turmhohe Gebilde, so hoch, dass sie am Ende regelmäßig einstürzen. Es gibt eine zweite Variante, da benutzen sie die Bausteine als Autos, die zusammenstoßen. Die Gegenwart des uteralen und phallischen Prinzips im Spiel der Kinder ist also früh erkennbar. Ich könnte daran jetzt ganz lange Ausführungen knüpfen, aber ich habe nicht die Zeit. Die Wahrnehmung des Raumes als weiblich galt für die Mutter Erde ebenso wie für den Weltenraum. Tempelbauten, und jetzt können wir das erste Bild machen, Tempelbauten aus Grabanlagen wurden mit dem Grundriss eines weiblichen Körpers angelegt, wobei der Eingang als Vulva gedacht war. Dort fanden Rituale statt, die als Rückkehr an den heiligen Ort des mütterlichen Ursprungs gefeiert wurden. Und selbst spätere Kirchenbauern wussten noch, dass das Allerheiligste ihrer Kathedralen die Gebärmutter darstellen musste. Den weiblichen Tempelräumen des späten Neolithikums waren die Höhlen als sakrale Orte früherer Epochen der Menschheit voraufgegangen. Jede Höhle wurde als Utera der Mutter begriffen. Wurde doch der Berg anfänglich nicht um seiner Höhe willen verehrt, sondern aufgrund seiner Höhle. Nur sie besitzt die Fähigkeit des Schützens und Bergens, die auch dem Berg einst seinen Namen verlieh. Künstlerisch hochstehende Höhlengemälde zeugen bis heute davon, dass in jenen Höhlenräumen die Göttin erfahren, verehrt und angerufen wurde. Diese frühe Erfahrung des Raumes als weiblich spiegelt sich auch in zahllosen archäologischen Funden wider. Antike Gefäße haben auffallend häufig die Gestalt eines weiblichen Körpers. Und nach dem Motto, wie unten, so oben, wurde der ganze Kosmos als etwas Weibliches empfunden. Urania ging Uranus um Jahrmillionen vorauf. Und noch heute faszinieren uns die ägyptischen Darstellungen der Göttin Mut, von der es heißt, sie öffnet ihren Kindern Raum zum Leben und schützt sie. Das heißt, sie beugt sich über die Erde und bildet den Kosmos. Täglich gebiert sie das Licht des Tages und der Nacht. Die Sprachverwandtschaft von Sonne und Sohn erinnert noch heute an den gemeinsamen Ursprung beider aus einem weiblichen Innenraum.
Er wurde nicht nur als raumspendende, sondern auch als raumfüllende Kraft erfahren. Diesen zweiten Aspekt aber negiert patriarchales Denken. Nach dem bewährten Motto des Teile und Herrsche spaltet es die beiden Prinzipien und beansprucht in grotesker Weise die Anerkennung des raumfüllenden Prinzips für sich und erklärt es zur weitaus bedeutenderen Kraft. Die Frau aber bleibt als leeres Gefäß zurück, ständig bereit, die kostbaren Inhalte des Mannes aufzunehmen. Inhalte, die wir zunehmend als Verseuchung erfahren. Dass der Raum aber weder leer noch männlich linear ist, haben selbst patriarchale Wissenschaftler inzwischen begriffen. Sie sprechen heute vom gekrümmten Raum. In ihm wird die phallische Gerade zu einer Illusion. Denn auch sie wird sich in den Weiten des Alls irgendwann krümmen müssen. Gerade so wie der Phallus auch. Das ist Fakt. Ein Symbol für weibliche Lebensbereiche, in denen wir nach wie vor männlich-lineare Denk- und Bewegungsformen vorherrschend finden. Sie verhindern nicht nur die Ausrichtung am wahren Leben, sondern auch das Wissen, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, eingebettet in das große weibliche Runde. Auf diesem Wissen lastet das wohl stärkste Tabu. Die Erinnerung an das alle Menschen verbindende, einschließende, umfassende und hervorbringende Weibliche, das die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit als göttlich verehrt wurde. Um diese Erinnerung zu tilgen, wurde den Menschen der Glaube an patriarchale Schöpfungsmythen aufgezwungen, an deren Beginn ein männlicher Gott die Welt erschaffen hat und sie seither beherrscht, mithilfe des Mannes an seiner Seite. Macht euch die Erde untertan, lautet folglich auch die patriarchale Legitimierung zur Eroberung des Raumes. Hier verortet das Patriarchat seinen eigenen Beginn. Weibliche Räume wurden unter der wachsenden Vorherrschaft des Mannes zu männlichen Eigentum. Da dem Mann ein weiblicher Innenraum fehlt, ist er darauf fixiert, in weibliche Räume vorzudringen, sie sich anzueignen und zu beherrschen. Notfalls sogar um den Preis des eigenen Lebens. Männlichen Raum und Machtansprüchen fiel auch die Natur als der irdische Raum schlechthin zum Opfer. Sie wurde zerstückelt und zur leichteren Ausbeutung in Eigentumsparzellen aufgezeigt. Ein äußeres Bild für das, was auch in unserem inneren seelischen Raum geschah. In unserer eigenen Spiritualität und Wahrnehmung, die lange dadurch behindert wurden. Patriarchale Politik ist bis heute vor allem eine Frage der Raumgewinnung, Raumgestaltung, Raumverwaltung und Raumzuteilung. Denn Macht wird insbesondere über die Zuteilung von Räumen ausgeübt. Wer hat die Möglichkeit, öffentliche und private Räume für die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen zu nutzen? Die Frage der Raumhoheit ist heute bedeutender denn je. Nicht nur an Universitäten, wo die Zuteilung großer Räume und Säle eine Prestigefrage ist. Dies gilt selbst für den Weltenraum, der in wachsendem Maße für männliche Eroberungsstrategien beansprucht und vereinnahmt wird. Weltweit stehen die meisten Räume im Dienste des Mannes, im Dienste seiner höchst zweifelhaften Geschäfte, wissenschaftlichen Projekte und Versuche. Da werden kilometerlange Räume als Teilchenbeschleuniger eingerichtet, die Unmengen an Geldsummen verschlingen, von denen der Gesellschaft nichts zurückgegeben wird. Frauen können von Bruchteilen solcher Summen und Räume nur träumen. Sie leiden an chronischem Raummangel für ihre Vorhaben und Projekte, zumal mit den Räumen auch die finanziellen Ressourcen fest in männlicher Hand sind. Ungerechte Raumverteilung wirkt direkt zurück auf seelische Innenräume. Das erweckt Fragen. Wie wohnen wir in unseren eigenen Innen- und Außenräumen? Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass die Frauen in den Familien sich die geringste Zeit im Wohnzimmer aufhalten. Wie viel Patriarchat lassen wir herein, freiwillig oder zwangsläufig? Wie viel Patriarchat vermögen wir draußen zu halten,
Welchen Anspruch erheben wir auf äußere Räume? Gibt es hier eine geschlechtergerechte Raumverteilung? Soweit der Tenor meines Referats, das ich damals in Dresden hielt. Und mit dem ich zu meiner eigenen Verwunderung lediglich Befremden auslöste, sodass im Anschluss überhaupt kein richtiges Gespräch zustande kam. Den Zuhörerinnen schien es absurd, eine geschlechtliche Bestimmung des Raumes vorzunehmen, obwohl oder gerade weil er bereits durch den maskulinen Artikel besetzt war. Mir wurde erklärt, das Thema Gleichberechtigung, um das es mir im Grunde genommen gar nicht gegangen war, aber nur vordergründig, sei hier im Osten kein Thema. Die Frauen hätten nie um ihre Gleichberechtigung kämpfen müssen, sie sei vielmehr eine Selbstverständlichkeit gewesen. Folglich erübrige sich das von mir Gesagte. Diese Verkürzung erstaunte mich. Wieso hatte das künstlerisch gebildete und interessierte Publikum mit der ganzen Symbolik nichts anfangen können? Immerhin hatte ich doch zu Menschen gesprochen, die sich mindestens ein Jahr lang mit dem Raumthema befasst hatten. Wie hatten sie das überhaupt tun können, ohne auf den Raum als weibliche Kategorie zu stoßen? Schließlich waren sie doch im symbolischen Denken bewandert und mit den dazugehörigen Transferleistungen vertraut. Was also hinderte sie daran, sich auf meinen Ansatz einzulassen und mit der eigenen Wirklichkeit in einen Zusammenhang zu bringen? Ich war irritiert. Die Fragen in mir überstürzten sich und Befürchtungen machten sich breit. Schließlich sollte ich auf der letzten Station meiner Reise an der Universität Leipzig denselben Vortrag noch einmal halten. Diesmal vor Gleichstellungsbeauftragten, die sich das Thema gar nicht gewünscht, es aber auch nicht abgelehnt hatten. Konnte das vor einem Publikum gut gehen, das gar nicht künstlerisch, sondern politisch ausgerichtet war? Ein Publikum, mit dem ich im Westen bereits wenig beglückende Erfahrungen gemacht hatte. Nach einem fast zweitägigen Austausch, von dem ich nichts mitbekommen hatte, begegneten mir die Menschen in Leipzig, es waren nicht nur Frauen, auf einer höflichen Bereitschaftsebene, sich auf das Thema einzulassen. Ohne die geringste Hoffnung auf Verständnis referierte ich also noch einmal dasselbe. Erlebte dann aber etwas völlig anderes. Ich traute meinen Ohren nicht, als die Vorsitzende Gleichstellungsbeauftragte unmittelbar nach dem Vortrag sich zu Wort meldete und ausrief, hätte ich Ihren Vortrag doch nur 4 Wochen früher gehört. Nun ist es zu spät. Und ich weiß, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und dann berichtete sie von den Wahlen, die gerade über die Beibehaltung der sogenannten Frauenräume stattgefunden hatten. Das waren Orte weiblichen Rückzugs in den Fabriken und Werken, die insbesondere für unpässliche, menstruierende, schwangere oder auch stillende Frauen während der Arbeitszeit aufgesucht werden konnten. Ein Tribut an weibliche Bedürfnisse, dessen Notwendigkeit mit der Verwestlichung in Frage gestellt wurde. Und da es für Männer solche Rückzugsmöglichkeiten nicht gab, stimmten auch die Frauen im Zuge der Gleichstellung mehrheitlich gegen die Beibehaltung eines solchen weiblichen Privilegs. Jawohl. Aber, na gut, ich komme gleich noch auf uns zu sprechen. Was bei künstlerisch orientierten Frauen daneben gegangen war, schien den Politfrauen hier keinerlei Schwierigkeiten zu bereiten. Ihr aktueller Raumverlust durch Selbstabschaffung hatte sich als der Nährboden erwiesen, auf dem meine spirituellen Reflexionen hatten aufgehen können. Hier passte der qualitative Zeitbegriff des Kairos, der erfüllten Zeit, im Gegensatz zur chronologischen Zeit des monotonen Tick-Tack, die keine qualitativen Unterschiede kennt. Hier war die unmittelbare Umsetzung eines spirituellen Themas in die politische Lebenswirklichkeit gelungen, weil die Zeit einfach reif war. Eine Qualität, die sich meinem Einfluss entzog. Gemeinsam erlebten wir ein Zusammentreffen von Ereignissen, dem zumindest aus meiner Perspektive eine zutiefst spirituelle Dimension innewohnte. Auf einmal waren alle Grenzen wie weggewischt, auf die ich im Westen immer wieder gestoßen war. Grenzen, die sich fast unüberwindbar mitten durch die Frauenbewegung zogen. Hier in Leipzig war davon nichts zu spüren. Vielmehr zeigte sich, dass auf der Grundlage einer spirituellen Welterfassung durchaus zu einem politischen Erkenntnisgewinn kommen kann,
wer sich konstruktiv auf politische Entscheidungen ausgewirkt hätte. Denn war mein Vortrag auch zu spät gekommen, so wurde er doch als Grundlage einer völlig neuen Weltsicht angenommen. Der Raumverzicht dieser Frauen wurde den Gleichstellungsbeauftragten nun als ein gravierender Verlust bewusst. Er wurde als Warnung begriffen, mit weiblichen Räumlichkeiten behutsamer umzugehen, sie wertzuschätzen, statt sie leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Solche selbstbewirkten Raumverluste sind aber keineswegs auf die neuen Bundesländer beschränkt. Auch im Westen gingen damals im Zuge postmoderner Gleichschaltung Frauenräume durch Entscheidungen von Frauen verloren. Ich erinnere nur an die vielen Frauencafés, die schon bald schließen mussten, weil Frauen nicht bereit waren, Versorgungsarbeit zu leisten, auch nicht für Frauen, oder sollte ich sagen, schon gar nicht für Frauen. Jahrtausende lang waren Frauen bereit gewesen, den Mann umfassend zu versorgen und dabei in Abhängigkeit geraten. Nun aber, da es im Zuge weiblicher Selbstbefreiung und Selbstfindung um die eigene partielle Versorgung ging, und zwar in Frauenräumen, verweigerten sie sich und waren nicht bereit oder in der Lage zu unterscheiden zwischen einem weiblichen Befreiungsakt, der hier der weiblichen Versorgung bedurfte, und einer aufgezwungenen Rolle, die ein frauenfeindliches System nährte und sie selbst die Freiheit kostete. Statt zu differenzieren, hatten sich die Frauen mit männlichen Vorstellungen, Idealen und Rollenmustern identifiziert. Mit der Ablehnung von sogenannten Weiblichkeitsklischees waren sie zu Opfern von Männlichkeitsklischees geworden. Ein Opfergang, der uns bis heute zu schaffen macht. Dieser Kongress wird hoffentlich neue Impulse geben zur Überwindung jener Grenzen, die Politfrauen von Spritfrauen trennen. Daher möchte ich im zweiten Teil meiner Ausführungen die gravierenden ideologischen Hindernisse aufzeigen, die es dabei zu überwinden gilt. Frauengerechte Politik oder die Abschaffung des Weiblichen. Vielleicht ist deutlich geworden, dass spirituelle Dimensionen unerlässlich sind für eine frauengerechte Politik. Beide bilden in matriarchalen Kulturen eine Einheit. Nur patriarchale Systeme halten sie getrennt und offen damit unter anderem ihre Frauenfeindlichkeit. Denn Spiritualität lebt von der Wahrnehmung und Wertschätzung des Weiblichen. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen und in eure Herzen und Hirne schreiben. Spiritualität lebt von der Wertschätzung und Wahrnehmung des Weiblichen. Und genau dagegen wendet sich das Politikverständnis vieler Frauen. Sie ziehen lieber an einem Strang mit jenem männlich-patriarchalen Geist, der alles nivelliert, um jene Eingeschlechterpolitik in die Wirklichkeit umzusetzen, die er bereits vor über 2000 Jahren ersonnen hat. Schon damals sahen antike Philosophen in der Frau lediglich einen verunglückten Mann. Inzwischen gestattet man der Frau, dieses verunglückte Mannsein aufzubessern und sich im Zusammenhang des Gender Mainstream vom Frausein befreien und mit dem Mann gleichstellen zu lassen. Zu männlichen Bedingungen und Voraussetzungen versteht sich. Und auch nur dort, wo die wahre Macht des Mannes nicht tangiert ist. Mithilfe zum Teil lächerlicher Gleichstellungsprogramme soll jene eingeschlechtliche Ideologie nun endlich durchgesetzt und damit gleichgestellt werden, was nicht gleich ist. Paradoxerweise aber erleben viele Frauen diese Gleichstellung als eine Aufwertung, ein tragischer Irrtum, der sich einer patriarchalen Ideologie der Minderwertigkeit der Frau verdankt und nicht etwa ihrer wahren Bedeutung. Dies zeigt ein Blick auf diesbezügliche Veränderungen im bürgerlichen Gesetzbuch. Der Begriff Mütter und Väter ist dort inzwischen tabu und wurde durch Eltern ersetzt. Auf diese Weise wird das weitaus höhere Maß an Versorgungsarbeit und Verantwortungsübernahme von Müttern automatisch den Vätern gleichberechtigt zugerechnet. Die überall zu verzeichnenden väterlichen Kollektivmängel auf diesem Gebiet werden damit unsichtbar gemacht oder eben gleichermaßen den Frauen gutgeschrieben. Auch das Wort Muttersprache entspricht nicht mehr dieser Art Political Correctness,
Sie wird nun durch Heimatsprache ersetzt. Ungeachtet der Tatsache, dass es nach wie vor die Mütter sind, die den Kindern das Sprechen beibringen und sie damit in die Sprache einführen. Die symbolische Abschaffung der Mutter wird hier also konsequent vorangetrieben und von Politfrauen auch noch unterstützt. Sie selbst bezeichnen sich stolz als Mensch und nicht als Frau. In der Tat, ein echtes Fortschreiten vom mütterlichen Ursprung des eigenen Lebens. Mit der Verwendung eines patriarchalen Abstraktums Mensch vollziehen sie jene Flucht aus der Wirklichkeit, die sie gerade den Spritfrauen vorwerfen. Mit dem Verzicht auf das Konkrete tragen sie zu ihrer eigenen Entwirklichung als Frau bei, werden aber damit ihr Frausein dennoch nicht los. Denn selbst wo Frauen im Männerclub angekommen sind, gelten sie weiterhin als Frauen und müssen sich entsprechende Zoten und Beurteilungen gefallen lassen. Für sie selbst aber gibt es nur einen Maßstab, den des Mannes. Viele haben ihn inzwischen allerdings zu ihrem eigenen gemacht. Auf diesem philosophisch-politischen Hintergrund wird mit der Entsorgung patriarchaler Weiblichkeitsklischees die eigenwertige Frau gleich mit über Bord geworfen. Denn nur wenn sie sich nicht mehr als Frauen definieren, sondern als Menschen, können sie das "Alle Menschen werden Brüder" ebenso inbrünstig mitsingen und damit ihren Beitrag leisten zur Verwirklichung der letzten Stufe patriarchaler Männerherrschaft, jener globalen Verbrüderung im Fratriarchat. Wohin diese Politik der einseitigen Anpassung von Frauen an männliche Vorgaben jedoch letztlich führt, zeigen uns wiederum Frauen in den neuen Bundesländern. Nachdem sie reihenweise ihre Arbeit verloren hatten und den ungewohnten Status einer Nurhausfrau trugen, ließen sich viele von ihnen sterilisieren. Und ich habe auch davon gehört, dass sie sich sogar die Gebärmutter haben entfernen lassen. Sie wollten potenziellen Arbeitgebern keine Ursache zur Ablehnung aufgrund von Schwangerschaftsvermutungen bieten. Hatten sie doch begriffen, dass ihr weibliches Geschlecht einer Beschäftigung nunmehr im Wege stand. Und so brachten, so wurde mir erzählt, manche Frauen ihre eingelegte Gebärmutter zum Vorstellungsgespräch gleich mit und zeigten so ihre Bereitschaft, den Preis für eine Teilhabe am patriarchalen System in uteraler Währung zu zahlen. Sie opferten ihr heiligstes Organ auf dem Altar des Gleichstellungsdenkens, das keine Weiblichkeitsallüren duldet. Aber das ist natürlich eine spirituelle Sichtweise. Berücksichtigen wir den beschriebenen Zusammenhang von Spiritualität und Wertschätzung des Weiblichen, so wird klar, dass es bei der Umsetzung von Gleichheitsideologien letztlich um die Abschaffung des Weiblichen geht. Dazu heißt es sehr treffend bei Christina von Braun: Die endgültige Befreiung der Frau besteht also aus ihrer endgültigen Abschaffung. Viele Frauen berufen sich in diesem Zusammenhang auf Simone de Beauvoir, die von sich sagt: Ich bin ich und keine Frau. Sie ist die Mutter des patriarchalen Politfeminismus, die bis heute als die Befreierin des Mannes aus der Versklavung befreit. Als Befreierin vom Patriarchat lässt sie sich allerdings nicht feiern. Denn hinter ihrem existenziellen Selbstentwurf, zu dem sie Frauen ermächtigt, steht unverkennbar das Nichts. Die Frau verbleibt im patriarchalen Käfig weiblicher Minderwertigkeit, mangelt es sie doch nach Beauvoir an Transzendenz. Allein der Mann vermag die Dimension des Lebens zu überschreiten, weil er seit Jahrtausenden das Töten übernimmt und so das Leben transzendiert. Nicht unterläuft, sondern transzendiert. Und mit ihm auch den Wert der Frau. Während er das Leben aus der Welt schafft, bringt sie es lediglich zur Welt und opfert ihr Leben, ihrem animalischen Erbe folgend, seiner Versorgung. In dieser Gebär- und Versorgungsarbeit sieht Beauvoir den Mangel der Frau gegenüber dem Mann begründet.
Nur durch die Überwindung ihrer naturhaften Körperlichkeit und die Befreiung von der Unterjochung des Körpers durch die Fortpflanzungsfunktion vermag sie sich zu emanzipieren. Und so empfiehlt Beauvoir den Frauen, sich im männlich-rationalen Denken und Urteilen zu üben, wie sie selbst es getan hat. Denn nur im Rahmen einer aufgeklärten männlichen Vernunft kann die Frau wenigstens annähernd gleichwertig neben dem Mann bestehen. Den Gedanken an weiblich-mütterliche Werte findet sie ebenso lächerlich wie die Entwicklung eines matriarchalen Weltbildes. Eine Verwirklichung der Frau außerhalb patriarchaler Vorstellungen lehnt sie kategorisch ab. Hier wurde die Saat der Spaltung gesät, die 20 Jahre später aufzugehen begann. Nur Kinderlose durften sich als emanzipiert betrachten. Mütter hingegen galten als nicht emanzipationsfähig. Unter der Oberfläche weiblicher Minderwertigkeit lassen sich durch die Jahrtausende hindurch aber noch ganz andere Stimmen männlicher Selbstwahrnehmung und Einschätzung vernehmen, die dem feministischen Politflügel jedoch entgangen sind. Seit jeher gab es nämlich auch Männer, die sich ausgeschlossen fühlten vom Geheimnis der Entstehung neuen Lebens. Das Fehlen eines uteralen Innenraums empfanden sie als gravierenden Mangel, den sie nicht mit der Vorstellung von männlicher Transzendenz zu überspielen vermochten, wie Beauvoir es getan hat. Diese unterschiedlichen Vorstellungen bringen uns zum Unterschied zwischen Gott und Göttin. Teil 3. Die Unvergleichbarkeit von Gott und Göttin. Häufig wird uns vorgeworfen, wir würden lediglich den Gott durch die Göttin austauschen, wo es doch in Wirklichkeit darum ginge, das ganze religiöse Weltbild abzuschaffen. Damit sind wir noch einmal bei dem von uns abgelehnten Gegensatz von Spiritualität und Politik. Es erscheint mir wichtig, die Unterschiede zwischen Gott und Göttin deutlich zu machen. Sind sie doch beileibe keine austauschbaren Größen. Den grundlegendsten Unterschied sehe ich darin, dass sich das Weltbild der Göttin aus der Wahrnehmung der Wirklichkeit des Lebens heraus entwickelt hat. Ich sage es nochmal, das Weltbild der Göttin hat sich aus der Wahrnehmung der Wirklichkeit des Lebens heraus entwickelt. Während der patriarchale Gott sich genau dieser Wirklichkeit des Lebens entgegenstellt und sie durch männlich-hierarchisches Herrschaftsdenken ersetzt. Am Beginn dieses Weltbildes steht daher auch ein göttlicher Befehl, der Gehorsam verlangt, egal von wem. Im Weltbild der Göttin beginnt alles mit einer Schwangerschaft, gefolgt von einem Akt des Gebärens bzw. dem Legen eines Eis. Hier gibt es keinen vom Wissen getrennten Glauben. Alles ist Erfahrung von Vorhandenem und der symbolische Ausdruck dessen. Von Vorhandenem in einer Welt, der die Befehlsgewalt des Patriarchats noch unbekannt ist. Als wesentlich späteres Produkt hat sie am Anfang nichts zu tun, die Befehlsgewalt. Was immer also mit einem Befehl beginnt, wie zum Beispiel das biblische Es werde und Es ward, entstammt einer patriarchalen Vorstellungswelt und vermag daher nicht über sie hinaus zu weisen, hat also mit einem Anfang nichts zu tun. Um dieses Manko zu verwischen, wird Gott in einem patriarchalen Jenseits angesiedelt, das selbst dem Kosmos voraufging oder ihn übersteigt. Einen solchen Akt geistiger Weltflucht kennt das matriarchale Weltbild nicht. Es entspringt vielmehr der Welt- und Lebenserfahrung der frühen Menschen, während das patriarchale Welt- und Gottesbild auf männlicher Fiktion beruht. Da es nicht in der Weltwirklichkeit verankert ist, also nicht wirklich erfahrbar ist, muss es geglaubt werden. Das wiederum hat eine starke Verunsicherung der Menschen zur Folge, die sie anfällig macht für Herrschaftsstrukturen. Also ein wunderbarer Selbstläufer, der sich selbst bestätigt. Gemessen an der umfassenden Wirklichkeit dieser Welt ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit äußerst beschränkt. Unser Gehirn hat sich nicht im Dienste einer objektiven Wahrnehmung entwickelt,
wie sie der Mann für sich beansprucht, sondern im Dienste einer Anpassung an das Leben, an die Göttin also. Daher ist das Bild der Göttin zunächst einmal ein Tribut an unsere Begrenztheit, die wir mit ihrer Hilfe in unserem Bewusstsein verankern. Weist sie doch auf ein Mehr, das das Wahrnehmbare übersteigt. Ihre so entstandene oder so verstandene transzendente Gestalt ist immanent insofern, als sie ausschließlich das symbolisiert, was wirklich ist. Sie ist jedoch transzendent in Bezug auf unsere beschränkte Wahrnehmungsfähigkeit, die sie übersteigt. Da Göttin und Gottesbilder als Produkt des menschlichen Gehirns nie das Leben als Ganzes veranschaulichen können, bedarf es der symbolischen Vielfalt. Sie ist oberstes Gebot, um unseren Bewusstseins- und Wahrnehmungsbeschränkungen entgegenzuwirken. Gerade diese weibliche Vielfalt aber wurde im patriarchalen Monotheismus aus der Welt geschafft, mit dem männlichen Gott der Bilder verbietet. Hinter dem patriarchalen Weltbild stehen also nicht mehr die in Jahrmillionen erworbenen Welterfahrungen der menschlichen Gemeinschaft, sondern das Begehren machthungriger Priesterkasten, die ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen absolut setzten. Ihr respektloser und zerstörerischer Umgang mit matriarchalen Vorstellungen muss als blasphemisch erkannt werden. Zumal er in dem pseudogöttlichen Befehl mündet, der Mensch solle sich die Erde mit ihren Tieren untertan machen und über sie herrschen. So aber, wie der patriarchale Gott im Jenseits der erfahrbaren Wirklichkeit angesiedelt ist, so stellt sich auch der Mann über die Wirklichkeit, die er beherrschen will. Er ignoriert sein Eingebettetsein in den weiblichen Raum und verliert so den Kontakt zur Wirklichkeit. Mit den patriarchalen Buchreligionen und ihrer Vernichtung heidnischer Religiosität wurde alle Göttlichkeit und Heiligkeit aus der Natur herausgezogen und in einen über- und außerweltlichen männlichen Gott hineinverlegt. Wenn wir uns nur mal vorstellen, wie viel Verehrung und Wertschätzung diese fiktive Gestalt in den Jahrtausenden auf sich gezogen hat, die der Erde und den Frauen gefehlt haben, das ist ein enormer Energieverlust. Das heißt, der patriarchale Gott, der Energiefresser Nummer 1, auf die Jahrtausende gerechnet. Naturdinge sind nun nicht mehr verehrungswürdig. Sie wurden degradiert zu bloßer Faktizität, zu vorhandenem und zuhandenem Rohmaterial, dessen sich der Mann mit göttlicher Genehmigung ganz nach Belieben zu seinem Nutzen bedienen kann. Transzendenz und Heiligkeit verkamen so zur reinen Projektion männlichen Machtgebarens. Ihr fiktiver Anteil an der Wirklichkeit treibt das männliche Selbstbild in einen sich steigernden Größenwahn, der hinter den Problemen unserer Zeit in wachsendem Maße zutage tritt. Mit all dem hat das Bild der Göttin nicht das Geringste zu tun. Sie ist das Sinnbild einer schöpferischen Lebensfülle, die der Mann so nicht aufzuweisen hat und die folglich auch kein männlicher Gott glaubhaft verkörpern kann. Die Göttin bezieht ihre Bedeutung nicht nur aus ihrer Veranschaulichung dessen, was ist, sondern erinnert uns auch daran, die vorrangige Bedeutung des Weiblichen zur Messlatte unseres politischen Handelns zu machen. Ich möchte diesen Satz auch nochmal wiederholen, weil der mir wirklich wichtig ist. Die Göttin bezieht ihre Bedeutung nicht nur aus ihrer Veranschaulichung dessen, was ist, sondern erinnert uns auch daran, die vorrangige Bedeutung des Weiblichen zur Messlatte unseres politischen Handelns zu machen. Im Rahmen patriarchaler Strukturen ist die Göttin aber auch ein Signal, das besagt, Frauen sind nicht länger bereit, einen Herrn zu verehren, weder im Himmel noch auf Erden. Sie haben ihn aus ihren Seelen verbannt
und ihn als ein männliches Denkkonstrukt entlarvt. Als eine Fiktion zur Legitimierung einer männlichen Herrschaft, die seit Jahrtausenden mit Selbstherrlichkeit und Ungerechtigkeit einhergeht. Als transzendente Größe erinnert die Göttin daran, dass weibliche Dimensionen nicht nur den patriarchalen Zeitgeist übersteigen, sondern auch unsere eigene weibliche Individualität. Sie verweist auf ein Meer, dessen wir uns bewusst sein müssen, damit wir uns nicht in Bewusstseinsverengungen einrichten und der patriarchösen Krankheit des Größenwahns verfallen. Falls Dagmar hier ist, mein Dank für den schönen Ausdruck patriarchös. Nur so hat das Bild der Göttin eine heilende Wirkung und steht auch für unsere Befreiung und Selbstfindung. Nur wo diese beiden, also Befreiung und Selbstfindung, höher rangieren als der Bezug zum Mann und seinem System, vermag die weibliche Seele Heilung zu finden. Auch den Satz wiederhole ich noch einmal. Nur wo Befreiung und Selbstfindung höher rangieren als der Bezug zum Mann und seinem System, vermag die verletzte weibliche Seele Heilung zu finden. Mit dem Bild der Göttin, das unser spirituelles Bewusstsein nährt, holen wir uns die geraubten geistigen Räume zurück und werden jener weiblichen Geistkraft gewahr, die uns patriarchale Ideologien vorenthalten haben. Bei ihr handelt es sich um jene Weisheit, die noch bis weit in patriarchale Zeiten hinein als höchste Vernunft galt, als deren Trägerinnen Frauen angesehen wurden. Ihre Stärke lag schon immer in ihrem ganzheitlich intuitiven Wissen, das einen bedeutenden Anteil an ihrer metaphysischen Verankerung ausmachte, die als besondere Bindung an das Leben verstanden wurde. Also nicht abheben vom Leben und vom Irdischen, sondern als besondere Bindung. Anders als der männliche Verstand ist die weibliche Vernunft die Fähigkeit des Vernehmens, die Frauen seit jeher zu Prophetinnen und Priesterinnen machte, die den Menschen ihr höheres Wissen vermitteln. Noch im patriarchalen Delphi wurden ihre Urteilssprüche gesucht und von Herrschern aus aller Welt ernst genommen. Damit sollte uns eines klar sein: Unser eigentliches revolutionäres Potenzial liegt nicht in einer politischen Gleichstellung, sondern im Bereich der Spiritualität. Nur dort wurde der stärkste Tabubruch vollzogen, die Erinnerung an die vorrangige Bedeutung des Weiblichen im Himmel und auf Erden. Ja, an dieser Stelle gehen wir hier mal raus. Herzlichen Dank auch nochmal an Usha Madaisky für das zur Verfügung stellen des Archivmaterials. Und ich möchte die Sendung hier heute beenden mit einem Zitat von Christa Mulack, was ich ganz besonders mag, was ich in einem der Vorträge, die man auf Eulenhain findet, gehört habe. Da sagt sie: Da, wo das irdisch-weibliche Kontakt zum göttlich-weiblichen aufnimmt, da entsteht etwas ganz Neues und da ist das Patriarchat zu Ende. Wisset also, wie ihr das Patriarchat beenden könnt. Holla.